Zank und Streit um die Grundrente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das Thema Grundrente lässt uns nicht mehr los. Im Februar 2020 gab es ja den Gesetzesentwurf, den die Bundesregierung damals beschlossen hat zum Thema Grundrente. Die Deutsche Rentenversicherung teilte Ende April 2020 mit, dass sie nicht in der Lage sei, die Grundrente zum 1. Januar 2021 auszuzahlen. Frühestens wäre der erste Auszahlungstermin der 1.7.2021 oder sogar noch später. Mangelndes Personal und die Programmierung der neuen Software lassen keinen anderen Auszahlungstermin zu. Und jetzt gibt es wieder Streit um die Grundrente. Die CDU blockiert den Beginn der Gesetzgebung oder des Gesetzgebungsverfahrens zur Grundrente. Der Gesetzesentwurf zur Grundrente muss durch den Bundestag beschlossen werden. Dazu bedarf es verschiedener Sitzungen zur Grundrente, damit die Politiker, das ist nun mal so in Deutschland, wir haben parlamentarische Demokratie, sich dort äußern können. Die Politiker müssen irgendwas sagen zum Thema Grundrente. Und der erste Termin zum Thema Grundrente im Bundestag sollte eigentlich in der vorletzten Aprilwoche 2020 stattfinden. Aber nichts passierte. Nunmehr meldet sich der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil zu Wort und fordert, dass die erste parlamentarische Besprechung zur Grundrente nächste Woche ab dem 4. Mai 2020 stattfinden müsse. Die Grundrente soll nach seinem Willen pünktlich zum 1. Januar 2021 starten. Ob sie ausgezahlt wird, ist noch ein anderes Thema. Kann dann rückwirkend erfolgen. Die SPD vermutet eine Hinhaltetaktik durch die CDU mit der Begründung der Verzögerung durch die Covid-19-Pandemie. Aber dahinter steht wohl nichts anderes, als dass immer noch politische Kreise der CDU die Grundrente verhindern wollen. Ob es tatsächlich zu einer Verhinderung der Grundrente kommt, werden wir in den nächsten Wochen sehen. Ich werde Sie zum Thema Grundrente aktuell informieren. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.